Und hallo und herzlich willkommen zum neuen Part Let's Play Mario Luigi Paper Jam Bros. Ja, ich hoffe, ich freue mich drauf auf neuen Part. Und ich esse gerade was nebenbei, hoffentlich doch für euch. Und ja, jetzt aber viel Spaß und jetzt ohne Störung willkommen zum neuen Part Mario Luigi Paper Jam Bros. Ich habe hier die ganze Zeit wach gehalten und keinen einzigen Papiertor entwischen lassen. Ja, gut. Okay, danke schön. Auch voll gut, ne? Ich bin Hammer, okay, ja. Genau, das ist gut, ja. Uff. Hallo. Oh nein. Ich bin gefangen. Bitte ess mich nicht. Ich bin sicher, ich schmecke abscheulich. Ja. Hatte schon mal jemand gesagt, dass Marizin mich eher ähnlich sieht? Warte mal. Du bist ja der Mario von dieser Welt. Das ist verwirrend, aber anders kann es nicht sein. Ja. Du sagst, du willst uns allen helfen, nach Hause zurückzukehren. Wenn das so ist, dann bleiben wir bei dir. Hast du noch Platz in deiner Hosentasche? Ja, gab schon jedenfalls. Aber in den Hosentaschen nur, ne? Nicht in der. Aber nicht in den Hosen hinteren Ecke da. So, bitte durchsuche dieses Gebiet nach dem versteckten Papitus. Okay, sorry. Ja, ich weiß ja nicht, wo sie jetzt alle sein können, aber irgendwo, vielleicht hier irgendwo, denke ich mal. Naja. Wo können die denn sein? Ah, es hat einer. Wow. Geht einer. Sehr gut. Hallo. Schnarch. Mario Luigi. Ihr beiden seht aber seltsam aus. Irgendwie runter oder so. Ach, na klar, ich träume noch. Das würde ich euch erklären, warum Luigi viel beeindruckender als sonst aussieht. Ja, richtig. Dankeschön. Thank you. Okay, danke, danke schön. Okidoki, was gibt's denn noch für Sachen hier? Ich bin gespannt. Da wollte ich rein. Na, ich glaube auch nicht, dass man da rein darf. Dass man rein darf. Schauer. Schauer. Ja, ich bin manchmal echt ein bisschen bescheuert, aber okay. Ich bin bescheuert. Bescheuert lustig, meine ich. Bescheuert und lustig. Gleichzeitig, aber ist okay. Ich mache manchmal nur Spaß. Und wenn es verstört aussieht und verstört und klingt, dann ist es auch ein Spaß. Ich kann mich nicht vorstellen, dass die ohne mich nach Hause gegangen sind. Oder gegangen wären. Da ist auch einer hin. Also, ja, sorry. Da ist auch einer hinter dir. Sie sind zurück zu ihrem Besuch. Sie sind näher, als du denkst. Sie wurden von einer Ziege gefressen. Eine Ziege? Das ist ja grauenhaft. Da hinten ist übrigens ein Tor, aber der ist versteckt. Hinter Peach. Peach Kleid. Ja, ich merke schon. Aber sie lässt das nicht zu, dass er irgendwie rauskommt, der Tod. Aber gut. Mario B. Oh, okay, danke. Das sind drei Stück. Wow, so viel schon. Wow, das klingt aber echt nice. Schon drei Stück haben wir. Wow, wie geil ist das denn, ey? Hoch. Sie haben uns gefunden. Lauft. Lauft. Ist das wirklich Mario? Es sieht ein bisschen rundig aus. Boah, ich bin dick geworden, Alter. Einfach die Klappe. Halt doch einfach die Klappe, Alter. Wie interessierst, wir sind ähnlich in Sicherheit. Ja.
Ich habe die Tods gebeten, die Ausgänge zu bewachen, sodass kein Papi Tod entwischen kann. Bitte durchsuche die Eingangshalle, das Platz und finde die versteckten Papi Tods. Danke, vielen Dank. Hier ist einer, aber ach doch, ich weiß nicht, wer das macht. Vielleicht mit dem Hammer, vielleicht kann sein, doch. Gab doch nicht, schade, schade. Ach doch jetzt! Ach, wenn man sie näher anklickt. Ah, okay. Du liebe Güte, du hast du ja ein Versteck ausgesucht. Da hast du aber echt ein gutes Versteck ausgesucht, ja. Bitte, beschütze mich, Prinzessin Peach. Die pummeligen Globianer sind hinter mir her. Das wusste ich gar nicht, ich habe noch so getan. Als würde ich mich verstecken. In Wirklichkeit habe ich euch im Auge behalten, Prinzessin. Ja, sehr gut. Klingt alles super nice, Dankeschön. Bitte suche dieses Gebiet nach dem versteckten Papiertorz. Ja, danke. Wo können die denn nur sein? Die sind relativ gut versteckt, dort die sind echt. Relativ gut versteckt, aber ich finde echt nicht. Bitte du suche das Gebiet nach dem versteckten Papitos. Ja, ich hab's doch gerade gefunden, Mann. Ich weiß ja nicht, wo sie sind. Ich finde gar keine hier, oder? Oder gibt es auch noch welche hier? Gibt es hier noch welche vielleicht? Dieses Gebiet, ich finde keine mehr hier, ey. Ich finde keine mehr bei mir, genau. Hier ist noch eine. Ach, hier. Sorry. Das war versteckt. Das war echt versteckt. Also, das ist echt gemeint. Diese versteckt. Da. Dieses Versteck da. Hier gibt es nichts zu sehen. Nur eine alte langweilige Säule. So, du hast mich gefunden. Ja, richtig. Du hast mich gefunden. Das war es dann wohl. Schnö. Am Ende in 1000 Stücke gerissen. Juhu. Rotes und grünes Outfit. Buschlige Schaubeute. Ah, du liebe Güte, ach du liebe Güte. Mario und Luigi, ich wurde von Berühmtheiten gerettet. Der miserabelste Tag meines Lebens wendete sich gerade zum besten Tag meines Lebens. Ja, jetzt haben wir noch 7, oder? Jo, so ist es. Noch einen haben wir noch. Willst du vielleicht an der letzten Statue, als wir da letztens waren? Ne, no, hier ist ja keiner. Also ich muss echt mal die Augen aufmachen, dass ich hier alle finde. Also die sind echt nicht schlecht versteckt. Ich habe sie echt jetzt nicht so einfach gefunden. Ah, doch, hier der. Der hier. Ja. Das ist gemein. Das ist auch ultra gemein. Daran denkt man gar nicht. Ja, aber so ist echt. Was sind so fünf Ritter und wo sind alle meine Freunde? Ich flehe euch an. Bitte verspeist mir nicht. Was? Hast wirklich. Du bist Mario, also der berühmte Mario, richtig genau. Im wahren Leben siehst du ganz anders aus, irgendwie runter oder so. Ach egal, endlich in Sicherheit. Spaß. Natürlich.
Prinzessin Peach! Ah, Schlussheul! Die heul keine, du Klumpplastik. Och, weine nicht. Du bist jetzt in Sicherheit, du Lackaffe. Sie sehen, sie leiden noch einen scheiß anderen Schock, dass sie auf einer einmaligen Welt gelandet sind. Zumindest für einen Teil. Aber tatsächlich ist es nur etwas anderes. Aber das waren so viele andere dort. Und jetzt sind alle aufeinander. Okay, danke schön. Wo sind wir nur? Wer haben wir denn hier eine Horde abgemacht dort? Treib sie zusammen. Was passiert hier? Täusche mich oder sehen die Loga noch Mitkrieger. Ist doch völlig scheißegal. Fangen sie einfach ein. Oh nein! Zu Hilfe! Holt sie euch! Ach Mann, oh Mann, wie gemein ist das denn, ey? Ja, klar! Und einfach so unführten die Kumpas den Rest unserer Freunde. Ich habe solche Angst, dass sie geknickt oder gar zerknüllt wurden. Oder sie Millionen Schnipsel zerrissen sind. Ach du Scheiße, es ist furchtbar, überhaupt darüber nachzudenken. Oh weh. Was ist hier los, Mann? Ich habe mich gerade an etwas erinnert. Als wir aus dem Bauch strömten, habe ich flüchtig Bowser und einige seiner Schergen gesehen. Das heißt dann wohl, dass sich der Bowser aus meiner Welt ebenfalls gerade in dieser Welt befindet. Und wenn sich die beiden Bowsers zusammentun, ich erschaudere beim Gedanken um den Schaden, den sie anrichten konnten. Mario Luigi, das Schicksal unserer beiden melden, nicht nur in euren Händen. Kann ich nicht bei der Rettung meiner verlorenen Papierunterhaltungen auf euch verlassen? Natürlich kannst du auf uns Verlass schenken. Dies ist möglich, weil ich bis jetzt eure größte Herausforderung. So ist es. Immerhin müssen sie noch gegen zwei Bowser und allen deren Schergen zur Welt setzen. Nun, ich bin sicher, sobald ihr Mario gefunden habt, wird sich das Blatt zu unseren Gusten verwenden. Ah, Mario, befindest du dich auch genau hier? Oder ist es ein Fake Mario? Oh, jetzt verstehe ich, was du meinst. Auf geht's, Mario! Oh ja, oh ja, oh ja, okay, okay. Aber erst im nächsten Part von Let's Play Mario Luigi Pelvision Bros. Der Part ist kurz, weil ich noch was anderes machen muss. Okay. Peace. Bis zum nächsten Mal. War's gut und Servus.